Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Hollig Petrus. In Hollig Petrus Krimi. Nee, nix Krimi, Abflug. Die Ballen müssen zum Hof. Ne? Und das wollen wir jetzt als erstes mal erledigen. Damit wir auch wieder mal safe sind, ne? Tut mir leid, dass die letzte Zeit keine Videos kommen, aber ihr konntet ja the problem. Und ich bin ganz ehrlich, die letzten Tage war es ein bisschen sehr warm bei mir in der Bude. Zwei Tage hältst du das aus, am dritten Tag kriegst du die Wärme nicht mehr raus und dann ist das hier am Rechner nicht mehr so angenehm. Deswegen wollen jetzt das mal ein bisschen ruhiger. Ich versuche jetzt wieder Grund reinzukriegen ins Videoprogramm. Aber es geht leider nicht von heute auf morgen. Tut mir leid. Globe Besserung. So, Abflug. Über diesen Tochter ist es echt mal wieder erträglich, ne? Ey, Junge. Wenn du bei 32 Grad in der Bude sitzt und hast keine Rückzugspunkte mehr, dann ist nicht angenehm. So, ich habe mich noch nicht entschieden, wo packen wir denn unsere Ballen hin, ey. Eigentlich müsst ihr hinten in den kleinen Shop, ne, oder? Wir parken sie hier zwischen, in der Halle. Da. Wie willst du da abladen? Hol mal an hier. Dann steige ich mal erst aus. Ja, ich habe noch keinen Shader wie mit drin. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich lasse den auch erstmal raus. Weil es mir auch so eigentlich gefällt. Aber so ein Bild wäre ja nicht schlecht, ne? Ohne Büsche. Damit wir auch wissen, worum es geht. Druck! Oh, gedruckelt hat er. Ja. Ich glaube, wir packen die hier hin, ne? Aber dann müssen wir erst den GT holen. Das ist ja wieder richtig intelligent hier, Svenny. Ja. Wir können die. Nee. Mach den mal eben aus. So. Hol mal erst den GT. Ja, die brauchen wir später. Gewicht haben wir hinter, ne? Oder? Ja, gut. Dann nehmen wir noch zwei mit. Wenn wir die Handbremse raushauen, können wir auch fahren. Junge, das geht schon wieder richtig gut los. Nämlich gar nicht. Perfekto. Nicht, aber wir kriegen unser Zeug zum Hof, ne? Das ist ganz wichtig. Wir müssten eigentlich auch mal anfangen zu säen und zu mulchen und zu pflügen. Aber ein nach dem anderen, ne? Die habe ich natürlich super gut aufgeladen, nämlich nicht. Müssen wir jetzt durch. Ab fort. Herrlich. It läuft. So soll es sein, ne? Mhm. Können auch mal einen Gang hoch schalten, ne? Dann kommen wir auch ein bisschen fixer zum Hof, weil die Geschwindigkeit höher ist. Schwierig. Ja, schwierig. Ich sag auch nochmal hier, vielen Dank für euer Verständnis immer, liebe Community, ne? Ihr seid echt die beste Community. Ich weiß, das sagen alle von ihrer Community, aber ihr habt auch immer so einen coolen und tollen Umgang miteinander und das ist nicht überall so, ne? Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Deswegen vielen Dank auch an euch, ne? Danke. Ich sag das auch viel zu selten, aber man vergisst das auch oft. Vor allem ich in meinen Trane. Das ist ja normal. So, aber jetzt hier. Hackengas. Wir müssen von der anderen Seite auf den Hof fahren, ne? Was kommen wir da nicht hin? Ich glaube, wir kommen da so eh nicht hin. Ich hab schon wieder Bullshit gebaut. So, Jungviehstall haben wir. Noch können die Tiere auf der Weide, glaube ich, bleiben. Ja. Boah, mir juckt die Nase. Gleich gibt's einen Drop oder. Ihr kriegt einen Hachi im Video. So, wie von hier im Long, das ist ja wohl nicht so schlimm, ausnahmsweise mal, ne? Oder? Ist das schlimm?
Schari, hörst du mal bitte auf rumzuklefken? Auch nicht normal mit dir. Also guck mal, die können wir eben erstmal hier eben kurz hin. So, dann können wir die nämlich langsam, aber sicher einstoppeln. Dann wird das nämlich da gleich schon mal drinne. Und die nämlich ganz schön. So. Weil alles andere macht ja irgendwie keinen Sinn, ne? Wo willst du sie sonst hinpocken? Guck mal, das läuft aber schon mal. Schwierig. Wo stelle ich den Wagen hin? Muss ich mich auch bewegen können? Nicht so einfach. Mit S und O, ne? Wisst ihr Bescheid, ne? So. Im Hirn hier, wieder? Den fährt auch im Moment jeder den Zyklon, ne? Aber ist ja auch ein geniales Moped, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Aber gefühlt fährt den jetzt jeder. Hoffentlich passt das so. Warnblinker machen müssen wir. Schwuppidi-wupp. Schwuppidi-di. Wie geht's euch? Alles gut hier? Schön. Den gibt's auf Modding-Welt, ne? Mit IC. Ich hab's noch nicht runtergeladen. Tut mir leid. Ich habe auch nicht dran gedacht. Ganz ehrlich. Ich hab's verdasselt. Ganz ehrlich. So. Guck mal, wenn wir die nämlich hier alles schön drin haben, müssen wir auf jeden Fall Futter genug haben erstmal, ne? Hoffe ich. Ich bin mir dann nicht sicher. Also ich bin ganz ehrlich, eigentlich wollten wir noch ein paar Kühe kaufen. Wir müssen dann die Viecher noch umstallen, ne? Stimmt. Und noch ein Stück vorfahren. Also. So, Wordert, glaube ich, ne? Also wenn du zwei, drei Tage nicht gespielt hast, ist es auch erst wieder nicht so einfach reinzukommen, ne? Sagen wir, wie es ist. Kommen wir da noch hin? Ohne dass wir gleich alles mitnehmen? Geschafft, ne? So wollten wir das. Oh. Komm, wir fahren noch ein Stück vor, da hat ja alle keinen Sinn so. Das haben wir. Lalalalalala. Guck mal, jetzt können wir da auch dran fahren. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, aller Anfang ist schwer, ne? Die vernünftig zu platzieren. Ist nicht immer so einfach, ne? Kennt ihr wahrscheinlich selber. Man denkt, man steht vernünftig oder hat sich vernünftig platziert und dann sitzt im Schlepper und denkst, was hast du da fabriziert? Ein bisschen Platz müssen wir hier auf jeden Fall noch sonst in der Halle lassen, ne?
Wegen Sicherheit. Mein Häcksler kann ich auch gerade nicht unterstellen. Da müssen wir auch noch ein bisschen Hof umräumen. Aber das können wir alles dann so machen, wenn mal Sturmflut ist, glaube ich. Dann haben wir ja Zeit. Und uns stresst keiner. So ein bisschen Mist. Mist fahren sollten wir vielleicht noch. Bevor das nicht mehr geht. In der Ruhr liegt die Kraft. Sagen wir, wie es ist. Irgendwann kommt der Redefloh, ne? Wenn du mit Ballenstapeln fertig bist. Das klappt ganz gut heute, ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Aber noch ist ja auch nicht alles fertig. Zeit, dass unsere Silage gegoren ist, ne? Wir müssen Mischel machen und so. Und wäre auch mal schön, was in den BGA zu schaufeln. Und wir auch mal so ein paar Talers wieder regenerieren können. Weil ohne Moos nichts los. Ohne Knete keine Fete, oder wie hieß er denn immer, ne? Das haben wir eingestapelt. Perfekto. Dann fahren wir den Zylon eben wieder rüber. Und holen die nächsten Ballen noch von der Fläche. Dann ist das nämlich auch ein schicker Haken hinter. Nehmen wir die Tüte. Wir ein bisschen windig unterwegs. Abfahrt. Drillen müssen wir unbedingt, aber ich weiß noch nicht, was wir so drillen, ne? Wir haben schon 12 Uhr in gehen und Next ist fertig. Das ist uncool. Das ist wirklich uncool. Das heißt, wir müssen die Pippisbacken mal zusammenkneifen und so langsam mal vorankommen, ne? Fläche gekauft, die müssen wir auch noch dreschen. Oh man. Stimmt. Ja, wie gesagt, erste Ballen von der Fläche und dann sehen wir weiter. Das war ja wichtig, dass die jetzt erst von der Fläche kommen. Ist so. Brauchen wir nicht schön reden. Stellen, ne? Also, dann müssen wir dran kommen. Perfekt. Abfahrt. Läuft. Kleine GTA, ne? Ey, diese Übersicht ist einfach unschlagbar. Auch jetzt beim Ballenstapeln und so. Echt. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass man so cool ist. Aber da haben sie echt auch wirklich einen rausgehauen, scheint's, ne? Tippitoppi. Sagen wir, wie es ist. Es ist, wie es ist. Alles nicht so einfach. So, liebe Leute, ich hole mal die letzten Bällekisten noch von der Fläche, damit wir das auch mal erledigt haben. Ich sag dann erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und die wollten nichts mehr verpassen.
Dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.